Ja, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Skids, die Zukunft dieses Königreiches. Warum taucht er denn auf, wenn ich gerade am Aufnehmen bin? Das ist schon Bastard hier. Okay, ja. In der letzten Folge sind wir in dieser komischen Schlucht herumgewandert, haben versucht, irgend so einen Typen zu suchen von den Elfen, der irgendwie ein Mana-Blatt hat oder so. Ja, das kommt hin. Theoretisch haben wir eigentlich nichts erreicht in dem Part. Wir sind wie ein Blöder rumgelaufen und ja, nichts erreicht. Ja, kurzum. So, wir gehen jetzt einfach mal hier rein, kommentarlos. Weil ich habe, glaube ich, in der letzten Folge noch so angedeutet, ach ja, hier war ja mal so eine Truhe, ja, wo diese ganzen Nebelim-Waffen, glaube ich, drin waren. Und ja, ich würde mal sagen, die holen wir uns hier noch, weil hier war irgendwo eine, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, die ganzen Pflanzen sind immer noch weg jetzt. Und ich muss sie nicht nochmal alle anzünden oder anleuchten, oder was ich immer hier machen musste. Also ja. Gehen wir noch ganz schnell rein, holen die uns und dann gehen wir wieder. So wird halt so. Wird wahrscheinlich jetzt auch wieder Stunde dauern, ne? Ja, vielleicht von der anderen Seite hier reingehen sollen. Da, das hier ist noch weg. Ach, was wollt ihr denn? Oh, ganz ehrlich. Was meistens jetzt wieder alles umgestellt. Warum habe ich hier Tiger Blade? Das Wort war ein Tempest. Warum kommt da? Fang, hallo? So, wollte schon sagen. So, jetzt müssen wir uns noch mit denen herumkloppen. Die uns noch einen abziehen. Eigentlich wollte ich ja nur offscreen kurz irgendwo in ein Gasthaus übernachten, aber dann kommen ja wieder Skits dazwischen und nichts läuft dann so, wie ich es will. Und deswegen, ja, bin ich einmal hier über diesen Wald hinüber geflogen und da ist mir eingefallen, ah ja, hier war ja diese Kiste da, genau die. Die schnapp ich mir. Hey, neben dem Schlüssel vibriert. Dann ist das. Okay, dann machen wir sie mal auf. Fafnir. Okay. Ich wusste es, ist eine Waffe der Finsternis. Okay. Lloyd, okay. Du hast bereits eine Waffe der Finsternis gefunden. Toll. Abyssion, geht's dir gut? Geht's dir gut genug, um herzukommen? Tut mir leid, aber ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Mein Körper hat sich ein wenig erholt, da ich die Waffen der Finsternis nicht bei mir trage. Bisher stimmt etwas nicht? Mein Kopf schmerzt. Vielleicht bist du krank? Nein, wenn ich in der Nähe der Waffen der Finsternis komme. Es ist wegen der Waffe der Finsternis? Sollen wir aufhören, sie zu suchen? Halt noch ein bisschen durch, ja? Warte mal. Sollen wir aufhören, sie zu suchen? Na klar, ich mache mir Sorgen um bisher, hallo. Leute, wir haben ihnen doch schon gesagt, dass wir es tun werden. Es wird schon gehen. Danke, dass du dich um mich sorgst. Du bist Bezeier, nicht? Bitte überanstreng dich nicht. Sei du auch vorsichtig, Abyssion. Ja, danke. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele von den Dingern haben wir denn schon? Wir haben... Was war überhaupt Fafnir jetzt? Ja, ist jetzt ein bisschen blöd hier angeordnet alles. Ist doch ein bisschen blöd, dass ich hier alles aufbewahre. Fafnir, ein verfluchter Dolch aus den Knochen eines boshaften Drachen. Warte mal, ich kann da mal vielleicht so gucken. Ist, glaube ich, besser. Ja, Fafnir. Haben wir von Lloyd schon. Ja, dann haben wir... Ja, Nebelim, ja. Dann haben wir zwei. Dann haben wir drei. Dann haben wir... hier, oder? Vier, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf des Donners. Wir haben nur so wenig Stäbe.
Okay, wir haben 4. Vajra, nee, da haben wir auch eine, ne? Ja, Höllenschnuckbart, glaube ich. 5. Und hier ist auch nochmal Schwerter, okay. So, Diabolo 6. Und von Inamato, glaube ich, auch schon. Hier 7. Da fehlt uns jetzt nur noch eine Karte. Ein Stab. Okay, sehr gut. Für uns jetzt nur noch ein Stab. Finde ich gut. Mann, ich hänge die ganze Zeit irgendwo fest. So, ich muss ja noch ein paar Angriffe hier spammen, ne? Tempest Beast. Tempest Beast. Bomb. Na, ja, meine TP natürlich mitspielen. Maschine rausgenommen aus dem Team, weil irgendwie. Weiß ich nicht, hat sie nicht mehr so viel Angriff, die ich lernen kann. Aua. Außerdem habe ich dort Gefühl, Genesis wird irgendwie wichtiger. Von den Techniken her. Also ja. Das sollte jetzt eigentlich nicht so lange dauern. Ich wollte eigentlich nur hier reingehen, das Ding abholen und dann wieder gehen. Und jetzt, ja, kam eine Cutscene und jetzt muss ich mich gleich noch ausruhen. Das wollte ich ja eigentlich machen. Und ja. Nichts klappt. Wahrscheinlich kommen wir auch nicht mehr weiter hier. Wir sind in dieser einen Schlucht. Wieso kann ich übrigens nicht übernachten? Das habe ich auch gemerkt. Wo hier ist über Quadrat, genau. Da ist ein Zirkel gekommen, das ist natürlich fluchtmäßig weggedrückt habe. Also ja. Wenn wir hiermit fertig sind, dann können wir endlich weitermachen. So. Was denn gut gemacht? Achso, ja, Meltokio. Immer wenn er diese tiefe Stimme hat, habe ich ein ganz schlechtes Gefühl bei ihm. Wenn du das so sagst. Okay. Dann gehen wir nochmal in den Höllenschlund, der sich, was weiß ich, Schlucht nennt. So. Sieht so bescheuert aus. Stell dir mal vor, du stehst da irgendwo so am Boden und siehst dann irgendwie so seitlich rückwärts irgendwelche Leute vorbeifliegen. Ist ja auch so, was sind das für Spinner? So, wie heißt die Schlucht nochmal? Latheon Schlucht. Die Schlucht ohne Speicherpunkt, wie ich sie auch gerne nenne. So, jetzt muss man den ganzen Weg nochmal hier rein und ich werde jetzt mal einen heiligen Trank einsetzen, weil wir haben die Monster hier schon zu Genüge gesehen. Die können wir uns auch kurz schenken. Wo ist ein weißer Trank? Ne, die ist nur heiliges Licht und so, ne? So. Okay. Nochmal rein, ja. Ach ja, die Blase, genau. Ja. Ich hoffe dann wirklich. Blume füttern. Ich muss erstmal gucken, wie das nochmal funktioniert. Krima. Ja, Mango tötet die, genau. So, Kirima, kriege ich mal nur ein oder muss das wieder reinkommen? So, 20 habe ich, okay. So, nein, ja, das wird wieder lustig. Diesmal kann ich eine halbe Stunde machen. Der Part, an dem das hier hochgeladen wird, müsste eigentlich Heiligabend sein. Also ja, frohe Weihnachten. ja, weiß ich nicht. Wieso gibt es ja keine Weihnachtskostüme oder so? In den anderen Teils auf Spielen habe ich alles Weihnachtsklamotten an, wie ich gerade am Spielen bin. Also ja, bisschen schade. Mir ist auch aufgefallen, das Viech ist irgendwie nicht die Kiste ist irgendwie nicht beschützt worden. Nein, 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 ich möchte nicht rüber, ich möchte nicht rüber. Ich sehe da hinten noch was, aber da komme ich doch nicht hin. Wie war das hier nochmal? Jetzt muss ich natürlich wieder alles hier machen. Da hinten, da, meine Güte.
Ja, Krima habe ich. Dann erwecken wir dich mal wieder zu leben. Alles klar. Ich habe mir jetzt auch den Part ein bisschen angeguckt. Und das ist ja jetzt... Ich bin dann nur runtergefallen, weil... Gehst du? Ich habe keinen Dings mehr, sehe ich gerade. Weil diese eine Blume ja nicht nach oben geschossen hat. Mich ankotzt. Also ja. Ja, von wie weit unten ich dann wieder anfangen müsste, das hat mich gestört. So. Okay. Erstmal müssen wir zu diesem Eingebiet hier. So, Mango. Gib mir mal ein paar. Wer weiß, wie viel ich davon brauche. Allgemein. Hallo, gratis. Hätten sie ruhig überall machen können, dass man irgendwo über ein paar Bäume hier so stolpern könnte. Oh. Oh, ich krieg anscheinend mehr als nur einen. Dass es überall irgendwie so Bäume gibt, wo man so Essen oder so sammeln kann, weil irgendwie kostet das zu viel. Habe ich den Abyss auch irgendwie gestört. Oh, da war ein Monster. Zumindest bin ich da nicht reingelatscht. Ich werde mal einfach alle Blumen aktivieren. Ich denke mal, das kann nicht schaden. So wie die hier zum Beispiel. Wo ich glaube, bei einer war das doch irgendwie so, dass ich die nicht leben lassen sollte, weil da irgendwas war. So. Jetzt werde ich dahin gepustet, ne? Dann nach links und dann nach oben, ne? Wenn mich der Windstrahl überhaupt nicht getroffen hat. Und jetzt bin ich wieder hier. Und die da sollte ich mal aktivieren, vielleicht. Weil, warum nicht? Vielleicht war die halt auch die mir hat ruiniert hat, aber ich glaube nicht. Nee, die war glaube ich noch da. Verdammt. Das ist so blöd, dass man so ein bisschen in der Luft ist und nichts machen kann. Im Sinn von entweder du hast das richtige Timing oder nee, du musst aussetzen. Finde ich ein bisschen blöd. So, dann nehmen wir mal die große hier. Warum gehst du auf mich los? Ich habe doch ein Dingens, hallo? Ja, als ob diese Rätsel ja nicht schon schlimm genug wären, dann wäre ich aber die ganze Zeit von denen gestört. Okay. Nein, ich habe gute Laune. Ich habe gute Laune. Nein, ich habe keine schlechte Laune. Ich will gute Laune haben. So, dich machen wir mal wieder ganz. Ich will keine schlechte Laune haben. Ich habe wieder gute Laune gerade. Warte mal, irgendwas war hier. Du wirst du was. Ja, ich muss die beiden ja ausschalten, damit ich auch. Damit die mich nicht stören. So. Und zwar dich. Stirb. Pflanze. So. Alles klar, dann dir töten. Ich meine schlafen legen. Wir töten die nicht, wir legen die schlafen. Ja. Schlimmsten jetzt erst da oben, ja, wo ich runtergefallen bin. Ja, aber mal gucken, wie weit ich komme. So, lebe. Da müssen wir eigentlich nach oben wieder kommen. So, hier sind wir wieder. Verdammt. Oh, gut. Warum schießt er mich nicht nach oben? Der schießt mich nach oben, ne? Wo bin ich eigentlich letztes Mal? Rechts, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Nein. Warum? Ja, warum ist denn die dann hier?
Ja. Warum ist denn die dann hier? Ich verstehe das nicht. Egal. Was zum? Mach hin. Wow. Spasch. So. Tu mal ein bisschen besser analysieren hier. Wäre ich nach rechts geschleudert? Oder auch nicht? Ich mach mal ganz. Weil warum nicht? Vielleicht warst du der Grund, warum ich abgeschlossen bin. Ich weiß es nicht. Boink. So. Alles, was mich irgendwie von unten nach oben schießt, muss ja irgendwie gut sein. So, nein. Nein. Ich meine das hier. Bei uns. Hast du eigentlich jetzt Dings ausgerüstet? Ja, gut. Ich hätte auch eigentlich die Chance nutzen können, ein paar Gegenstände kaufen sollen, aber nein. Ich möchte da so schnell wie möglich hier durch. Trottel, aua. Ja, ich spamme immer noch Angriffe. Bist du auf Dingens eingestellt? Bist du auf manuell eingestellt? Ich hab's mir gedacht. Ich denke schon, warum springt der die ganze Zeit wie ein Blöder? Sehr gut. Maximal TP, okay. Ich bin gar nicht nach rechts gegangen, glaube ich. Ne? Boah. warte mal. Demonfänger muss damit irgendwas verbunden werden kann. Gungnir, ich wollte immer unabsichtlich machen. Da ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hier. Wenn nehmen wir mal an, ich habe irgendwie drei Leute, die eine potenzielle Kombination ausgelöst hätten, aktiviert. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ich hätte mit weiß nicht, Zellos und Lloyd Demon Fang eingesetzt. Nehmen wir mal an, das macht hier. Daraus kann man eine Attacke verbinden. Und ja, dann habe ich irgendwie noch Photon eingesetzt, was auch mit Demon Fang verbundbar wäre. Wonach erkennt er denn? Oh, ein Speicherkristall gefunden. Ja, jetzt brauche ich nur noch einen Speicherpunkt. Wenn ich letztens wie blöd gesucht habe. Nichts. Okay. Oh, die sind sofort wieder aufgetaucht und kommen volle Möhre auf mich zugedüst. Oh, was da? Schon gegen mich gekämpft oder bin ich wieder so ein bisschen blöd hier? Es ist immer ein Faktor, den man beachten muss, natürlich. Oh, der war gut platziert. Yes. Warum zauberst du ausgerechnet da, Zellus? Sehr gut. Ich dachte, hast du jetzt einen Heilzauber eingesetzt, weil heilen musst du nicht unbedingt. Kann schon Ray, Ray. Ja doch, Rain machen. Nein, so heißt sie nicht. Doch, na klar ist sie so. Okay. Da ist eine Truhe, habe ich hier schon geöffnet, das ist die Frage. Nein, Mann! Boah. Ich habe so das Gefühl, der nächste Boss wird ein Kinderspiel sein, da ich schon so viele Zufallskämpfe gemacht habe. Schöne Weihnachten, ey. Bams. Muss nicht so nah an ihn angehen. Gens, danke. Super. Ich glaube, ich setze einfach nur den Rest meines Lebens Gungnir ein.
Keine Ahnung, ich wollte irgendwie überprüfen, warte mal, habe ich jetzt eigentlich die Fähigkeit vom Ring eingenommen, ne? Weil er fliegt die ganze Zeit damit rum! Ja, bist du? Gib mir noch ein paar TP, bevor ich abhaue. Danke, tschüss. Nein, geh weg. Alter! Alter! Er verfolgt mich immer noch. So. Alter! Alter, Stalker! Dafür musst du sterben! Aua! Sehr gut. Jetzt haben wir das Schwert hier in dem Panzer. Wir machen jetzt hier nicht einen auf antiken Drachentöter. Auch wenn das kein Drache ist. Au! Hm. Ich kann das ewig so weitermachen. Nein, Boden gegen Boden ist doch nicht sehr effektiv, Mann. So. Komme ich da? Werde ich schon gleich sehen. So. Ich würde gerne interessieren, was ich falsch gemacht habe letztens. So. Ach, jetzt bin ich hier, genau. Ich habe immer noch gute Laune. So. Okay, ich muss auch gucken. Sehr viel Auswahl habe ich ja jetzt nicht. Also hier nach oben. Sehr schön. Was? Leute, sind wir endlich da? Wie weit ist es denn zu diesen Gesichtstypen? Geschichtstypen? Ich werde langsam müde. Hey, woher soll ich das wissen? Zellos, du bist erbärmlich. Sieht aus, als könnten wir von hier aus hochklettern. Dann ist es sicher nicht mehr weit. Nur Mut, Leute. Okay. Wo geht's hier hin? Da geht's zu der Höhle. Ich muss jetzt ja darauf anlegen, ne? Aber ich habe einen Speicherkristall bekommen. Das heißt, irgendwo muss er noch einen Speicherpunkt geben. Also bitte. Er scheint neu zu sein. Du blödes Viech, du. Kannst du es wagen, den großen Daniro LP entgegenzustehen? Aufzuwehren. War so verzweifelter Move, ey. Auch abzuwehren noch. Auch wenn ich hier so akrobatische Künste machen muss, ey. Dieses eine Giftbild hier von dieser Strichfigur, die versucht so eine Tür hier aufzumachen. Hat irgendwie, keine Ahnung, solche Himmel- und Erde-zerstörerische Sachen macht. Gibt schon jeder. So. Ja, vielleicht nach den Erfahrungsfähigkeiten mal gucken, ne? Ich war doch gerade mittendrin bei Rain, oder? Oh, ich habe keine Ahnung. Na, ich bin jetzt irgendwie draußen. Das war erstmal so. Wird schon gehen. Was? Ich bin schon wieder hier, was? Hä? Oh. Wie komme ich denn dann hier diesen... Boah. Da du ohne heiliges Licht auch wirklich gar keine Chance hast, hier die Gegner auszuweichen, gibt es doch einfach nicht. Was? Kannst du es wagen, offscreen in mich hineinzulaufen? Du sagst, aua. Komme ich dahin? Muss ich den ganzen Weg nochmal machen? Leck mich. Hier von da oben konnte man irgendwie leiden. Ganz ehrlich, ich habe auch nicht so viel Lust, jetzt diesen optionalen Weg hier zu suchen. Wenn ich den verpasse, dann habe ich den halt verpasst. Tut mir leid. Also meine Geduld mit diesem Ort hier geht dann auch mal irgendwann zu Ende. So, geh mal einfach hier hoch. Tschüss. Ihr könnt nicht mal. So. Speicherpunkt, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Nein. Sag bitte, bitte. Nein. Sag bitte, bitte. Bitte. Nein.
So eine geile Szene aus Schlag den Rab. So. Ich will immer noch einen Speicherpunkt. Ja, jetzt habe ich das gemacht. Boah, wie ich kann da. Boah, da ist ein Speicherpunkt. Oh, geil. Speichern wir erstmal. Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich wieder irgendwo runterfalle, dann kommt mir der Speicherpunkt genau gelegen. So. Einer. Na? Ach, haben wir dich gefunden? Ich wusste es. Ich bin doch eine tolle Wunderkoch. Alle in der. Pescator. Okay. Pescator, welche Zutaten? Pasta, eine Art Fisch und Tomate. Blablabla. Tschüss, bye bye, hasta la vista, sayonara. Ich muss gehen, mein Planet braucht mich. Ah, ich hasse diesen Typen irgendwie. Ich wollte eigentlich nicht mit dir sprechen, aber okay. Ich war einfach nur Zielus X, um zu prüfen. Menschen und Halbelfen? Oh, sie müssen der Archivar sein. Ja, das habe ich Textbox nicht gelesen. Können Sie uns etwa etwas Mana-Blattkraut geben? Bitte. Wie ich sehe, habt ihr den Stab des Ältesten. Ich würde ja gerne sagen, nehmt euch, was ihr braucht, aber gibt es ein Problem? Es wächst an einem etwas schwierigen Ort. Ich weiß nicht, ob ihr da rankommen werdet. Wir haben es den ganzen Berg hier hinauf geschafft. Wir kommen daran, egal wo es ist. Wir schicken einfach Leute. Hey, bitte sagen Sie uns, wo es ist. Na schön, folgt mir. Das Kraut wächst in der Höhle dort unten. Seid vorsichtig. Okay, auf Leute. Ach, die war vorher zu, ne? Zerstörer, okay, das hört sich schon mal vielversprechend an. Dann haben wir später nochmal Zerstörungskraft, ja. Das andere hätte ich auch irgendwie nicht gedacht. Oh, so. Okay. Ich will aber noch gucken, was da hinten bei diesen Blumen ist. So haben wir genau was. Er fährt dann aber noch eine Waffe, ne? Und zwar für Rain. Das ist schon mal gut. Normaler Gold ist kostbar für uns Elfen, ist ja nicht leicht zu beschaffen. Ja. Oder doch einfach nur für euch, haben wir einfach in irgendeinem unmöglichen Ort versteckt. Mir könnt ihr es doch sagen. Okay, ein, zwei Minuten, das war noch klar, aber gucken wir mal. Kommen wir irgendwie dahin. Sag mal da oben. Wow. Okay. Whoops. Ui. Okay. Was wäre? Gehen wir nochmal. Was hat mir das jetzt gebracht? Gehen wir nochmal dahin. Muss er testen. Und da rechts ist nichts mehr. Ich glaube, da rechts ist auch gar nichts mehr. Wow. Okay, wo bin ich jetzt? Okay, wenn ich mir halt jetzt nicht irgendwie vermasselt habe, ne? So, Not lade ich nochmal. Weil den ganzen Berg rauf gehe ich nicht nochmal. Sternenkappe. Ein Hütchen ist das. Hier. Wow, das ist gut. So, nun. Da fragt sich, wo ich jetzt hinkomme. Mit dann nicht einen zu weit entfernten Ort. Edelschild. Ja. Ja. Ja, wo lande ich jetzt?
ist die Frage aller Fragen. Meine Güte, habe ich schon wieder gemacht. Oh, hi, ich bin hier. Das ist ja überhaupt nicht weit entfernt. Na gut, ich würde sagen, ich lade den Spiel schon einfach und irgendwann, ich hoffe, wir sind dann irgendwo noch hier, wenn wir hier rausgehen. Deswegen nehmen wir uns dann auf den Rückweg alles mit. Aber ich würde schon mal sagen, ich beende den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Phantasia Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.